Ausstellung Extended Compositions thematisiert das Zwischenfeld von Musik und bildender Kunst und im Kern eigentlich das Beziehungsgeflecht zwischen Musik, Bild und Raum. Was mich schon lange interessiert und was ich in dieser Ausstellung jetzt auch im großen Centre Pascal sehr schön realisieren konnte, ist wirklich, wie kann eine Ausstellung es schaffen, ein ganz enges Beziehungsgeflecht zu zeigen, wo es keine Hierarchien gibt, wo es keine Unterordnungen gibt, der einen Kunstform unter die andere, sondern wo wirklich das starke Beziehungsgeflecht im Vordergrund steht. Ich arbeite schon ganz, ganz lang im Zwischenfeld von Musik und bildender Kunst bzw. Musik und Film. Ich sage über meine eigene Arbeit, dass das eine mediale Polyphonie ist und die Ausstellung ist auf jeden Fall eine mediale Polyphonie. Man kann sogar sagen, das ist vielleicht dann auch eine Frage, von wo aus man spricht, aber von meiner Warte her ist es eigentlich eine Art von Metakomposition, die ich in der Ausstellung hergestellt habe, weil ich natürlich selbst als Künstlerin, ich arbeite mit Material und dann sind die Ausstellungsexponate auch eine Form von Material und man muss gucken, wie komponiere, wie setze ich es zusammen in einem großen Zusammenhang. Natürlich sprechen alle Werke auch für sich, aber es ist mir schon sehr wichtig gewesen, wie sie miteinander interagieren, wie sie auch mit Blickachsen, wie sie auch angeordnet sind im Raum, all das ist mir sehr wichtig und das ist natürlich wieder auch eine sehr kompositorische Arbeit. Was bei Bild- und Tonarbeiten kompliziert ist, immer im Blick haben, okay, wo habe ich einen Klang, wo habe ich keinen Klang, wie kann ich den setzen, damit es die andere nicht stört. Es ist halt eine Komplexität und ich glaube, weil ich mit der selbst vertraut bin in meiner eigenen Arbeit, ist es mir nicht ganz so schwer gefallen, aber eine Herausforderung ist es natürlich trotzdem. Ich werde oft gefragt, ja, warum haben Sie sich selbst auch als Künstlerin mit in die Ausstellung genommen? Ich fände es ganz falsch, wenn ich nicht in der Ausstellung wäre, weil das tatsächlich für mich der Kernpunkt meiner eigenen künstlerischen Arbeit ist. Das wäre sehr künstlich, hätte ich mich rausgehalten. Das Ausstellungsprojekt Extended Compositions ist vor 3 Jahren zum ersten Mal in Berlin gezeigt worden, aber in einer ganz anderen Fassung. Das Konzept beinhaltet immer eine Ausstellung und ein Konzert. Bei mir geht es wirklich darum, dass man den Ausstellungsraum mit dem Konzertraum verbindet, weil eben von der Musik und von der bildenden Kunst sozusagen die Inputs kommen. Wichtig auch, ich kuratiere mit dem Raum. Und der Raum in Berlin hat was ganz anderes erfordert als hier im Centre Pascal, was mit 1600 Quadratmetern, über 4 Etagen und über 20 Räumen ist es eine ganz andere Arbeit. Ich weiß auch, dass das Thema eigentlich sehr komplex ist und dass es nicht ganz leicht zugänglich ist, das, was bei mir im Hintergrund steht. Und mir ging es schon ganz stark darum, den Zuschauer auch durchzuführen. Und deswegen haben wir einen Ausstellungsparcours auch wirklich als Parcours angelegt. Das ist nicht eine Gruppenausstellung, wie man es ja auch einfach benennen könnte. Natürlich ist es eine Ausstellung mit mehreren Künstlern und Exponaten, aber es geht um den Parcours, wie man durchläuft. Und das ist sehr wohl inszeniert und sehr wohl auch gut überlegt, von wo kommt man nach wo und wie verbinden sich die Werke miteinander. Eigentlich choreografisch angelegt. Kommunikation zwischen bildender Kunst und Musik, da geht es ja um 2 Dinge. Das eine ist, wie die Parameter der Kunstformen miteinander sprechen oder miteinander agieren, das heißt die Materialien. Es geht wirklich darum, nicht nur zu sagen, das muss irgendwie jetzt so da kombiniert werden, sondern wirklich auch, wie erleben wir das? Also wo können wir Bilder hören oder wo können wir Klänge sehen, jetzt mal ganz plakativ gesagt. Deswegen hat es wirklich diesen produktionsästhetischen Ansatz, aber auch einen sehr rezeptionsästhetischen Ansatz. Ich glaube natürlich, dadurch, dass ich selbst so arbeite, mit immer vielen Dingen, die miteinander kombiniert werden müssen, ist das etwas, was mir großen Spaß gemacht hat, wie ich jetzt in diesen Raum diese Dramaturgie bringen kann. Auch wenn ich narrative Arbeiten in der Ausstellung habe, ein ganz wichtiges Kriterium war immer, wie die formal funktionieren. Die Ausstellung Extended Compositions behandelt ja auch tatsächlich Raum und Zeit,
Bewegung. Also es geht ganz stark um diese Schnittstelle zwischen den Kunstformen. Wo kann man eigentlich eine Kommunikation herstellen? Und auch das Abwesende und Anwesende, weil das ganz stark damit zusammenhängt, was ist sozusagen formal auch anwesend, abwesend und was ist sozusagen dann auch inhaltlich anwesend, abwesend. Alla fine non sai più chi sei. Ich wollte überhaupt keine historisch herleitende Ausstellung machen, aber so ein paar Positionen. In Berlin hatte ich nur den Richter und dann eigentlich nur Arbeiten ab dem Jahr 2000. Und hier habe ich ja auch Samuel Beckett drin, ich habe Bill Viola oder Bruce Nauman. Arbeiten, die auch von der Filmkunst her gesehen Pionierarbeiten sind. Anfang des 20. Jahrhunderts gab es eben diese Bemühungen, auch gerade von den Filmpionieren, die wollten diese Kunstform verstehen, wollten verstehen, was ist Film. Und dann haben sie sich eben ganz stark an der Musik orientiert, an musikalischen Modellen, weil ja Musik lieferte dramaturgische Modelle oder Verarbeitungstechniken für die Zeit. Wie kann ich Stringenz herstellen in der Zeitgestaltung? Und deswegen hat Richter ja eben dann diese Bildmotive wie musikalische Motive eigentlich verwendet, mit Wiederholung, Rückwärtsspielen, Vorwärtsspielen, Variieren. Und dadurch entsteht eigentlich eine sehr stringente Filmarbeit, aber eben orientiert noch an diesen musikalischen Modellen. Der Film hat die große Möglichkeit, viele Ausdrucksformen in sich zu vereinen. Und was mir aber fehlt oft in der zeitgenössischen Filmwirtschaft, ist, dass es doch sehr narrativ orientiert ist und eigentlich die anderen Kunstformen zu wenig Relevanz haben. Also dass eigentlich ein Film ganz stark über den Ton erzählt werden könnte oder dass auch der Ton ganz früh mit einbezogen wird. Dass eigentlich die Geschichte auch zum Teil von der Musik oder vom Ton erzählt werden könnte und nicht nur über das Bild oder über die Sprache. Und dieser Ansatz ist eigentlich etwas, der auch hier sehr leitend war oder ist. Die Musik bringt die Zeitlichkeit mit und Bewegung ist die strukturelle Schnittfläche zwischen den beiden. Und eigentlich ist diese Schnittfläche für mich die strukturelle zwischen eben bildender Kunst bzw. Film und Musik ist eben Bewegung. Und da auch für mich eigentlich ganz klar diese Kommunikation, die Energie der Kommunikation, auch die gestische Kraft. Und darüber ist diese Kommunikation möglich. Weil wir in einer Zeit leben, wo man multimedial alles machen kann, ist mir schon nochmal sehr wichtig, dass wir eigentlich ja eine ganz starke Herausbildung der unterschiedlichen Ausdrucksformen 18. bis 19. Jahrhundert erlebt haben. Das heißt, diese Spezialisierung auf einen Sinn, auf ein Sinnesorgan der Kunstform, das ist ja was sehr Spezielles. Es ist eigentlich eine ganz große kulturelle Leistung und hat auch so eine Art Identität der Kunstform hergestellt. Und wenn wir jetzt die wieder zusammenbringen, weil wir die technischen Möglichkeiten haben, ist für mich schon die Frage, warum mache ich das und macht das Sinn? Ist es nicht viel stärker, ich mache es nicht oder wo mache ich es? Interessant wird es dann, wenn man weglässt und wenn man auch den Rezipienten, den Erlebenden eigentlich herausfordert, sich zu konzentrieren. Es gibt einfach ganz viele Spielformen davon, wie auch das Weglassen wieder da ist. Also wie eigentlich die Absenz dann durch die Eigenleistung des Rezipienten wieder da ist. Und das ist auch das Interessante, das macht einen auch glücklich. Also ganz unterschiedliche Formen haben alle was mit Musik zu tun. Das heißt, man kann etwas hören, man muss es jetzt nicht hören, aber man spürt einfach eine musikalische Herangehensweise. Am Schluss gehen wir in den Salpoma und Salpoma ist insofern nochmal eine ganz wunderbare Abschlusserfahrung, weil sich dort ein riesiger Raum öffnet mit abwesenden Sängern. Was ich bei der Arbeit von Janet Cardiff sehr spannend finde, ist, dass diese Aufnahmen, die sie gemacht hat mit dem Chor, dass sie nicht nachträglich gesäubert worden sind. Das heißt, das Räuspern oder auch Intonationsfehler, die wurden nicht rausgeschnitten, wie das sonst der Fall ist, und dann nochmal aufgenommen, sondern das hört man alles. Und dadurch wird diese Lautsprecherarbeit, die ja auch was erstmal in der Aufstellung was sehr Kaltes hat, ganz warm und menschlich. Und der Chor ist tatsächlich anwesend.
Und dadurch kriegt es so eine Spannung auch zwischen Technik und eigentlich einer menschlichen Aufführungspraxis, die ist einfach sehr, sehr aufregend. Und hat eben diese Anwesenheit-Abwesenheitsthematik sehr, sehr stark in der Arbeit drin.